Einstein wird Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid. Alle 2 Minuten stirbt ein Kind an Malaria. Doch diese Spritze wird hunderttausende Kinderleben retten. Die erste Schutzimpfung gegen Malaria ist endlich Wirklichkeit. Ist extrem berührend. Wir können jetzt sehen, dass hier Kinder geimpft werden mit etwas, was man seit 1997 gesehen als die Hoffnung in der Malaria-Bekämpfung. Und jetzt ist es da. Jetzt werden Kinder geimpft. Großartig. Lange schien es unmöglich, den Malaria-Parasiten mit einer Impfung zu bekämpfen. Doch afrikanische Hartnäckigkeit und Schweizer Leidenschaft haben sich ausgezahlt. Die Basis war der Gwunderig. Mit dem Gwunderig entdeckt man. Die Spritze der Hoffnung. Einstein hat den Forschungskrimi über 14 Jahre dokumentiert und erzählt Ihnen heute die ganze Geschichte. Immer noch stirbt alle 2 Minuten ein Kind an Malaria. Aber jetzt gibt es eine neue Hoffnung. Mehr als 30 Jahre haben die Forscher daran geschafft, an einem Impfstoff gegen Malaria. Jetzt ist er da und wir sind an dem Ort, wo alles angefangen hat. Grüezi und Karibuni zu Einstein hier aus Bagamoyo in Tansania. Bagamoyo. Einst Handelshafen für Sklaven und Elfenbein, später Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas und Ausgangspunkt für die ersten Expeditionen durch den schwarzen Kontinent. Der Ort hat oft Geschichte geschrieben. Einstein war dabei, als vor 14 Jahren ein weiteres Kapitel in Angriff genommen wurde. Landeanflug eines Buschfliegers. Mit an Bord Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts und Malaria-Experte von Weltruf. Seine Mission? Den epischen Kampf gegen die tödliche Infektionskrankheit endlich zu gewinnen. Der Empfang in Bagamoyo ist herzlich. Tanner und seine Partner in Tansania verbinden viele Jahre Freundschaft. Und das Ziel, den ersten vielversprechenden Impfstoff gegen Malaria zu testen. Ein Vorversuch mit Kindern in Mosambik war erfolgreich. Nun soll das Vakzin an mehreren hundert Säuglingen getestet werden. Marcel Tanner kann es kaum erwarten. Das ist etwas wahnsinnig Spezielles. Das ist etwas, was einem wirklich bewegt. Und es bewegt uns vor allem sehr, weil man so lange dafür geschafft hat, dass man das an einem Ort so realisieren kann. Wir haben assistiert, dass es möglich ist. Aber die Arbeit, wie das hier geleistet wird, das ist zu 90% in afrikanischer Hand. Das Ifakara Health Institute in Bagamoyo. 2006 das bedeutendste Malaria-Forschungszentrum Afrikas. 20 Wissenschaftler, Ärzte und viele Dutzend weitere Mitarbeitende sind für die Impfstoffversuche bereit. Forschungsleiter Salim Abdullah lässt die Abläufe alle noch einmal durchspielen. Schon kleinste Nachlässigkeiten könnten diese sogenannte Phase-2-Studie in Frage stellen. Und noch immer sind nicht alle Babys für die Testreihe gefunden. Ein Dorf im Hinterland von Bagamoyo. Malaria kennen hier alle. Vor allem in der Regenzeit, wenn es am meisten Stechmücken hat, die den gefährlichen Malaria-Parasiten übertragen. Dr. Umari ist für die Rekrutierung von Müttern und Babys verantwortlich. Ja, sie sei wieder schwanger, erzählt ihm diese Frau. Die Familie hat bereits 2 Kinder an Malaria verloren. Das Studienprotokoll verlangt die Aufnahme von 500 Müttern und 350 Kindern. Um die Dringlichkeit eines Impfstoffes zu verstehen, muss man sich der Malaria-Situation in jener Zeit erst einmal bewusst werden. Eine Reise ins Landesinnere zeigt das tägliche Drama mit aller Härte. Ifakara und sein Kilombero-Tal. Seit jeher eines der schlimmsten Malaria-Gebiete weltweit. Ifakara bedeutet im lokalen Dialekt der Ort, an dem man stirbt. Die Menschen hier leben im Malaria-Hotspot schlechthin. Das
zu der Regenzeit ist die ganze Ebene, die wir hier sehen, überschwemmt und bildet Brutplätze für Millionen, Milliarden von Mücken. Grosses Übertragungsgebiet heisst, dass die Menschen, die hier leben, zwischen 300 und 400 infektiöse Stiche pro Jahr zu vergegenwärtigen haben. Aber nicht nur während der Regenzeit, sondern durch das ganze Jahr durch ist Übertragung hier möglich. In Ifakara errichtete das Tropeninstitut in den 1940er Jahren ein kleines Feldlabor. 1991 übergaben es die Basler als international bedeutendes Forschungszentrum dem tansanischen Staat. Marcel Tanner lebte und arbeitete hier viele Jahre. Auch später als Direktor in Basel blieb er eng mit Ifakara verbunden. Als Partner, Forscher und Mensch, der Tansania seine zweite Heimat nennt. Larven von Malariamücken. Wer den Parasiten besiegen will, muss auch die todbringenden Insekten besser verstehen. Feldforschung unter Laborbedingungen ist im Kampf gegen Malaria unabdingbar. Das sind wunderbare Gelegenheiten, wo man praktisch das simulieren kann, wie es wirklich im Dorf passiert. Und eigentlich nicht einfach nur irgendetwas studieren, sondern tatsächlich einen neuen Weg von der Bekämpfung schaffen kann. Hallo, Ambrosi. Salut, Ambrosi. Das ist der Ambros im Ganda. Der Ambros im Ganda war der allererste Mitarbeiter vom Tropeninstitut in Ifakara. Der Ambros Muganda ist aus der Schule heraus rekrutiert worden, aus der Primarschule, 1949, als er knapp 10-jährig war. Er hat das gesehen wachsen. Und der Ambros Muganda ist auch ein sehr treuer Kumpan und Kollege und tiefer Freund. Ist doch so, oder? Freud und Leid wechseln in Afrika im Minutentakt. Wie immens die Last der Malaria ist, zeigt ein Besuch im St. Francis Hospital von Ifakara. Das einzige Spital weit und breit muss 600.000 Menschen versorgen. Die Mutter-Kind-Klinik platzt schon am frühen Morgen aus allen Nähten. Jeden Tag sind hier mehrere, vielleicht 200 oder so Kinder, Mütter mit Kindern, die hier ankommen. Und wenn wir jetzt hier schauen, sind sicher etwa ein Drittel bis die Hälfte der Kinder, die haben Fieber. Und von diesen Fieber ist der Großteil allweil Malaria. Das ist eine Tragödie. Das ist etwas, was einem eine wahnsinnige Spannung gibt, weil man hier drin eigentlich denkt, man würde jetzt sehr viel schon machen gegen Malaria. Aber jeden Tag kommt man hier an und sieht immer noch zu viel Malaria. 2006 fordert die Malaria weltweit rund 1 Million Menschenleben. 4 von 5 Todesopfern sind Kleinkinder, die noch keine Teilimmunität gegen den Killerparasiten haben. Für die Eltern bedeuten Spitaltage, dass sie nicht zur Arbeit können. Fatal für Menschen, die oft kaum mehr als $1 pro Tag verdienen. Das medizinische Personal leistet Malaria-Behandlung immer kort. Ihr Einsatz ist beispiellos. Entscheidend für die richtigen Maßnahmen sind Schnelltests. Nicht jedes Fieber bedeutet Malaria, aber die Folgen einer unterlassenen oder zu späten Diagnose sind lebensgefährlich. Beim nächtlichen Stich einer malaria-infizierten Anopheles-Mücke passiert Folgendes. Die Malaria-Erreger gelangen ins Blut und dann in den Blutkreislauf. In der Folge wandern die Parasiten weiter zur Leber, wo sie sich einnisten und rasch vermehren. Aus der Leber kehren die Erreger in die Blutbahn zurück. Dort befallen sie rote Blutkörperchen und vermehren sich noch einmal. Wenn die Blutkörperchen platzen, bricht die Malaria aus. Im besten Fall nur mit heftigen Fieberschüben und Gelenkschmerzen. Auf dieser Station wird gestorben. Und selbst wenn diese Kinder überleben, dann nur mit bleibenden Hirnschäden. Der Malaria-Parasit ist ein gerissener Killer, der mit der Zeit gegen jedes Medikament resistent wird. Viele Substanzen haben über die Jahre ihre Wirkung verloren. Und jene, die wirken,
kann sich Tansania zu dieser Zeit schlicht nicht leisten. Malaria bringt Armut, Armut bringt Malaria. Doch wie durchbricht man diesen Teufelskreis? Es braucht eine Waffe, wie man sie bei anderen tödlichen Krankheiten kennt. Einen Impfstoff. Zurück in Bagamoyo. Am District Hospital bringen Mütter ihre Babys zu den regelmäßigen Schutzimpfungen. Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus. Das Standardprogramm auch in Tansania. Und doch ist es ein spezieller Tag. Denn auch die Testreihe mit dem neuen Malaria-Impfstoff hat begonnen. Dieses Baby ist eines von 350, die in den ersten 16 Lebenswochen einen zusätzlichen Pieks bekommen. Hält er, was man sich von ihm erhofft, sind die Forscher einen großen Schritt weiter. Der Hoffnungsträger kommt aus dem Kühlfach. Das Vakzin trägt nur eine Abkürzung, RTS-S. Der Impfstoff enthält ein Oberflächeneiweiß des Malaria-Parasiten und soll in den Kindern eine Immunisierung aufbauen. RTS-S ist das erste Vakzin gegen einen Parasiten. Und viel schwieriger zu entwickeln als Impfstoffe gegen Viren oder Bakterien. Was bereits feststeht, RTS-S wird keinen vollen Impfschutz bieten. Eine Situation wie Malaria, wo der Lebenszyklus so kompliziert ist, wo es so viele Vermehrungsstadien hat und wo es sehr schwierig ist, überhaupt zu finden, wo ist die wunde Stelle von diesem Parasit, ist ein Impfstoff, der teilweise wirksam hat, schon sehr viel, wenn es mit anderen Mitteln kombiniert wird. Bis heute gibt es vor allem drei Maßnahmen, Malaria zu bekämpfen. Die einfachste und wirksamste: Bettnetze. Wo Kinder unter Netzen schlafen, sinkt die Infektionsrate um 30%. Früherkennung und Diagnose, Schnelltests können eine Malaria-Infektion sofort erkennen. Die schnelle Behandlung, und zwar mit Medikamenten, gegen die der Parasit noch keine Resistenzen zeigt. Mit einem Impfstoff für Kleinkinder käme eine neue, vierte Waffe dazu und würde die Malaria-Bürde nochmals massiv reduzieren. Zwei Jahre später in Basel. Die Daten des Impfstoffversuchs in Bagamoyo sind ausgewertet. Die Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen. Einstein trifft Marcel Tanner vor der Abreise zu einem Fachkongress in den USA, wo er die Daten der Phase-2-Studie präsentieren wird. Wir können jetzt zeigen, dass man den Impfstoff abgeben kann, zusammen mit den normalen Säuglingsimpfungen. Und dass das problemlos ist. In Bezug auf Sicherheit, Nebenwirkungen, aber auch, dass es schützt. Oder? Und das ist sicher ein Schritt, den wir bis jetzt noch nicht hatten, wenn man daran denkt, dass man jetzt zeigen kann, dass gegen Infektion von Malaria der Impfstoff 65% Wirksamkeit hat. Das hat man noch nie gehabt. Und das rechtfertigt, ja, verlangt sogar, dass man den Phase-3-Versuch bei diesen 16'000 Kleinkindern machen. Der Impfschutz ist 65%, also nicht 100 oder fast 100 wie bei einer Masernimpfung. Und trotzdem ist es ein Durchbruch, weil eine Impfung gegen einen Parasit hat es schliesslich noch nie gegeben. Das betont es auch hier im Labor immer wieder. Das Plasmodium falciparum, so heisst der Killer, ist eine Knacknuss. Straight to the center. In the center there are two. This is the parasite. Plasmodium falciparum. Yeah. Das ist jetzt also der fiese Parasit, den ich so zum ersten Mal gesehen habe. Endlich ein erster Impfstoff in Sicht und eine neue riesige Testreihe in Vorbereitung. 16'000 Kinder sollen ab 2009 mit RTS-S versuchsweise geimpft werden. In Tansania haben die wegweisenden Vorversuche für einen gewaltigen Schub gesorgt. Mit einem Ausbau des Gesundheitssystems und einer beispiellosen Bettnetzkampagne im ganzen Land. Armut und Malaria gehören unweigerlich zusammen. Viele leben von praktisch nichts.
Doch etwas soll bald jeder im Land besitzen. Ein Bettnetz, der einfachste und wirksamste Schutz gegen Malariamücken. In Tansania ist eine 200-Millionen-Dollar-Kampagne angelaufen, die allen Menschen einen sicheren Schlafplatz garantieren soll. Insektizid behandelte Moskitonetze aus Polyethylen. Produziert werden sie im Akkord, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Die riesigen Fabrikhallen stehen in Arusha, im Norden Tansanias. Besaßen 1999 noch weniger als ein Drittel der Haushalte Bettnetze, sind es jetzt bereits doppelt so viele. Dank Bettnetzen werden nun jährlich 40.000 Todesfälle verhindert. Good News auch aus Bagamoyo. Am Ifakara Health Institute und anderen afrikanischen Forschungszentren ist die größte Malaria-Impfstudie aller Zeiten in vollem Gang. 16.000 Kleinkinder erhalten in den folgenden Monaten den großen Hoffnungsträger gegen Malaria. Eine Schutzimpfung mit dem Vakzin RTS-S. 3-mal je eine Spritze soll die Kleinen in Zukunft vor dem Parasiten schützen. Die sogenannte Phase 3 ist der entscheidende Test, bevor der Impfstoff registriert und zugelassen werden kann. An ein Scheitern von RTS-S glaubt zu diesem Zeitpunkt eigentlich keiner mehr. Es sind natürlich immer Überraschungen möglich, aber die bisherigen Impfversuche haben tolle Resultate gezeigt. Der Impfstoff zeigt anhaltenden Schutz gegen milde und schwere Malaria. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die erste Generation einer Malaria-Impfung gefunden haben. In Bagamoyo und den anderen afrikanischen Forschungszentren wird bereits an der Weiterentwicklung des Impfstoffs gearbeitet. Forschende und Institute aus dem Norden haben hier nicht das Sagen. Sie sind Partner. Afrika hat die Führung der Impfversuche in die eigenen Hände genommen. Burkina Faso, Ghana und Gabun repräsentieren die Forschungszentren im Westen. Kenia, Tansania, Malawi und Mosambik, jene im Osten des Kontinents. In Afrika geschieht Großes. So gut die Resultate bislang waren, der Impfstoff schützt lediglich 60 von 100 Kindern. Bei uns würde ein solcher Impfstoff gnadenlos durchfallen. Doch bei Malaria liegt der Fall eben anders. Sagt man 60%, sagt jeder, das ist doch nicht genug. Aber wenn man das in Relation zu den Menschen setzt, die jährlich an Malaria sterben, dann sind das hunderttausende Menschenleben, die so gerettet werden. Das ist eine Riesensache. 2009 sterben allein in Tansania 176 Kinder an Malaria. Pro Tag. Seattle im pazifischen Nordwesten der USA. Heimat vieler Technologiefirmen und der Space Needle. Seattle ist aber auch der Hauptsitz der mit Abstand größten und mächtigsten Privatstiftung der Welt. Die Gates Foundation hat bereits hunderte Millionen Dollar an die Impfstoffversuche bezahlt. Am 2. Gates Malaria Forum in Seattle will sie nun die Ergebnisse präsentieren. Im Publikum auch Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts. Als Mitverantwortlicher der Versuche in Tansania kennt er die Resultate natürlich längst. Aber auch für Tanner ist es ein bewegender Moment, als Bill Gates auf der Bühne den vermeintlichen Durchbruch verkünden kann. Die Resultate, die wir heute für Sie haben, sind ein riesiger Meilenstein. Ich gratuliere den vielen Partnern, die jahrzehntelang an diesem Projekt gearbeitet haben. Es ist phänomenal, dass wir in dieser Großstudie zeigen konnten, dass die Impfung gegen Malaria wirkt. Auf diesen Tag haben Marcel Tanner und seine afrikanischen Mitstreiter 20 Jahre lang hingearbeitet. Es ist ein großer Tag für Afrika, aber auch für den kleinen Mann hinten mit dem weißen Haar. Joe Cohen. Er hatte in den Labors des Pharma-Riesen GlaxoSmithKline das Potenzial von RTS-S als Impfstoff entdeckt.
Diese Daten zeigen uns, dass der Impfstoff eine ungeheure Wirkung auf das Leben der Menschen in Afrika erzielen kann. Deshalb ist es für mich natürlich ein sehr spezieller Tag, ja fast ein historischer Tag. Die Schlüsselfiguren der Impfstudie machen sich auf zum Rapport bei Gastgeber und Großspender Bill Gates. Zu dieser Zeit noch völlig im Dunkeln, der vermeintliche Durchbruch ist nur ein halber Sieg. Nach den weltweiten Positivschlagzeilen ist es um den Impfstoff plötzlich still geworden. Nur ein Jahr nach Seattle ist nämlich die grosse Ernüchterung gekommen. Neue Analysen haben plötzlich gezeigt, dass RTSS Babys viel schlechter gegen Malaria schützt, als alle Daten von ihnen versprochen haben. Die neuen Daten treffen die Malaria-Forscher auf dem falschen Fuß. Der große Rückschlag kam unerwartet, auch für Marcel Tanner. Die Evaluationen hatten gezeigt, dass der Impfstoff zwar wirkt, aber längst nicht den Effekt erzielt, den die als Meilenstein gefeierte Großstudie versprochen hatte. Was eigentlich das ist, was uns ein bisschen belastet, ist, dass man in den ganz kleinen Kindern keine gute Immunantwort hinkriegen. Und dass eben der Traum, das darf man sagen, und der ganze Plan dann, aus dem Traum raus, dass man Säuglinge ganz früh impfen kann, damit sie dann später im Leben geschützt sind, das wird also nicht so funktionieren. Zur Erinnerung. Erprobt wurde der Impfstoff bei Säuglingen in den ersten 16 Lebenswochen und bei kleinen Kindern zwischen 5 und 17 Monaten. Der Impfplan sah für beide Altersgruppen 3 Impfdosen vor. Spätanalysen ergaben, dass RTSS die etwas älteren Babys zu etwa 50% schützt. Anders bei den Säuglingen. Bei ihnen fiel die Wirkung auf gerade mal noch 22% ab. Ein gewaltiger Rückschlag. Am einst gefeierten Impfstoff wird Kritik laut. Und auch der Sinn der bereits 2 Jahrzehnte dauernden Entwicklung von RTSS wird in Fachkreisen und Medien inzwischen offen hinterfragt. Wenn das jetzt abbricht, nachher macht man wissenschaftlich, aber auch ethische Fehler. Und das ist etwas, was viele Leute nicht sehen, die vorschnell schon alles wissen. Oder? Es braucht eine Empfehlung von der WHO, die wird kommen. Und die wird wahrscheinlich sein, dass man sagt, man kann erst ab 5 oder 6 Monaten anfangen impfen. Und dann hat man ein kleines Fenster, wo man nicht impfen kann. Aber für den ersten Impfstoff und für die Effort ist das sicher schon viel. Im Sommer 2015 wird Marcel Tanner das Direktorium in Basel abgeben. In den 18 Jahren unter seiner Leitung wurde aus dem Tropeli eines der 6 besten Tropeninstitute der Welt. Die Einführung des ersten Malaria-Impfstoffes wird ihm in seiner Amtszeit vergönnt bleiben. Doch wer Tanner kennt, weiß, der unermüdliche Kämpfer wird sich nicht geschlagen geben. Die Einführung des ersten Impfstoffs ist nachher Jahre auf Eis gelegen. Und trotzdem hat der Kampf gegen Malaria grosse Fortschritte gemacht. Das ist heute die Bettenstation im District Hospital von Bagamoyo. Praktisch leer. Beim ersten Einstein-Besuch vor 14 Jahren ist es hier noch ganz anders zu und her gegangen. In Bagamoyo sind damals noch täglich mehrere Dutzend Kinder auf dieser Station behandelt worden. Viele von ihnen notfallmässig wegen schwerer Malaria. Dank Bettnetz und guten Medikamenten sei die Malaria in den letzten 10 Jahren um 80% zurückgegangen, erzählt mir Dr. Omari. Er hat von Anfang an auch bei den Impfstoffversuchen mitgeschafft. Malaria sei heute nicht mehr der Hauptgrund, warum Kinder Tansania ins Spital müssen. Aber das bleibe nur so, wenn man mit starken Präventionsprogrammen weiterkämpfe.
Wenn wir nachlassen, wird die Malaria zurückkommen. Die Malaria kommt von den Moskitos und die bleiben. Es hängt also von unseren Programmen ab. Und dann hat der Dr. Omari noch eine echte Überraschung für mich. Wir von Einstein haben die drei Kinder als kleine Babys schon mal getroffen, wo wir 2009 die grosse Impfstudie gefilmt haben. Die Yusra und ihre Zwillingsbrüder Yusuf sind gleich 12, die Mascha ist es schon. Ihre Mütter hat Dr. Omari wie viele hundert andere seinerzeit für die Impfstudie gewonnen. Sie würden es sofort wieder machen, sagen sie mir. Es berührt mich, die Kinder zu sehen. Sie haben auch dank dem Testimpfstoff ein sicheres Aufwachsen gehabt. Und während wir hier sitzen, ist zur gleichen Zeit in einer anderen Ecke von Afrika etwas ganz Grosses im Gang. Zum Beispiel in Ghana, in einer abgelegenen Region im Südosten des Landes. In Akazi, fernab der nächsten größeren Stadt, ist Markttag. Menschen aus der ganzen Region erledigen hier ihre Besorgungen. Und wenn man schon mal da ist, reicht es auch gleich noch für was anderes. Vor und nach den Einkäufen schlendern die Mütter mit ihren Babys rüber zum Impfen. In Akazi kommen die Gesundheitsdienste zu den Menschen, nicht umgekehrt. Neben Gelbfieber und Masern erhalten einige der Kleinen fast nebenbei einen ganz besonderen Pieks. Was ein geplatzter Traum schien, ist nun Realität. Der erste Impfstoff gegen Malaria ist endlich im Einsatz. Einer der Zuschauenden ist überwältigt. Malaria-Forscher Marcel Tanner, der mit seinen afrikanischen Forscherkollegen so lange für den Impfstoff gekämpft hat. Nichts ist inszeniert, sondern neuer Alltag in Ghanas Gesundheitswesen, das selbst in abgelegensten Gebieten funktioniert. Ist extrem berührend. Das allererste Mal jetzt, dass ich sehe, dass der Impfstoff wirklich zu den Menschen kommt, für die, was gemacht ist. Mit dem Akazi-Distrikt, dem Akazi-Markt, können Sie sehen, dass hier Kinder geimpft werden. Mit etwas, was man seit 1997 gesehen als die Hoffnung in der Malaria-Bekämpfung. Und jetzt ist es da. Jetzt werden Kinder geimpft. Grossartig. Zum finalen Durchbruch verhalf ein radikal geändertes Impfschema. Statt in den ersten Lebenswochen erhalten die Kinder ihre 3 Impfdosen erst mit 6, 7 und 9 Monaten. Und mit 24 Monaten auch noch eine 4. Impfung als Booster, der die Schutzwirkung noch einmal verlängert. In Ghana, Malawi und Kenia werden in den nächsten 2 Jahren 360.000 Kleinkinder gegen Malaria geimpft. Danach werden viele weitere afrikanische Länder dem Beispiel folgen. Langzeitengagement und echte Partnerschaft haben sich ausgezahlt. Margaret Giapong gelang das Kunststück, den Impfstoff ins Gesundheitssystem zu integrieren. Und Seth Owusu-Agye war Forschungsleiter der ghanaischen Testreihen. Beide hatten seinerzeit bei Marcel Tanner in Basel doktoriert. Heute sind alle 3 überzeugt, dass man die Malaria besiegen kann. Die Todesfälle werden mit dem Impfstoff halbiert. Das ist von größter Bedeutung für unser Gesundheitswesen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir die Malaria in Ghana eliminieren. Es geht nicht so schnell, aber wir hoffen es zu schaffen. Eines Tages. Sehr bald. So nah am großen Ziel waren Marcel Tanner und seine Mitstreiter noch nie. Saumässig glücklich, also wirklich sehr, sehr glücklich. Und ich habe eine große, große Freude. Wir müssen noch viel machen, dass alle erreicht werden, aber wir sind schon sehr weit jetzt. Der
Der Kampf gegen Malaria ist noch lange nicht gewonnen. Auch wenn der Impfstoff nicht zu 100% wirkt, ist er zu 100% ein Erfolg. Durch die Kombination von Impfstoff, Medikament und Bettnetz nämlich, werden zigtausend Kinderleben gerettet. Möglich geworden ist das überhaupt durch eine beispiellose Partnerschaft von Forschern von unserer und dieser Welt. Hier auf SRF 1 geht es jetzt weiter mit NZZ-Format. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Kwaherini aus Tansania. Ade. Einstein wurde Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid.